Hallöchen, ich bin wieder unterwegs. Heute kommen wir weg, Hackschnitzel, jawohl. Der Biber ist schon da, ihr hört es im Hintergrund. Der gibt Gas, jawohl. Der schnallt durch, nicht ganz so gach wie der Albach. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, wenn wir einen Albach da gehabt haben. Heute ist der Biber da, heute kommt der Hackschnitzel einfach weg. Jawohl, dass wieder Platz ist, dass wir wieder aufräumen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hackschnitzel, Hacker. Auf geht's, zippt mal auf, jawohl!
Anzeigen schon mal drauf gemacht. Jawohl. Was das vorne rentiert. Jawohl. Warte wohl da. Dann schauen wir mal auf wieder. Was geht noch?
alles schön zusammengehören, gell?
Stunde später und zack, kann es fort und der Hafer ist auch fort. Ja, ich bin froh, weil jetzt habe ich wieder einen Platz, das kann ich wieder herstellen. Ne? Ein bisschen was ist noch da. Habt ihr es? Ja, kommt da wieder was her. Ein kleines Hafer ist noch da, das bleibt klingt. Das ist nicht ganz ausgegangen vom Wagen her. Aber es ist wurscht, kommt da wieder was her. Aber ich denke es jetzt mal wieder, wer hat geglaubt, dass irgendwann eine Maschine geht, die wo einen Baumstamm fressen kann? Auf gut Deutsch gesagt. Also zerkleinern. Ja. Hat man allebei im Prinzip Dinge reingeschürt, Scheidel, und irgendwann hat sich jemand gedacht, hey, da sind so viel Gipfelholz, da ist so viel Erdstamm, da müssen wir doch was machen können. Was macht man mit dem Zeug? Das kann ich nicht einfach irgendwo liegen bleiben. Dann hat sich der überlegt, hey, da mache ich da einen Hacker. Also so einen Hackschnitzelhacker. Ja, und aus dem Hackschnitzelhacker, müsst ihr euch vorstellen, ist eine Heizung entstanden. Früher hat es keine Hackschnitzelheizung gegeben. Also was aus einem Problem eigentlich, ja, ein Problem, wir haben da einen Stamm, die auch fahrig sind, oder Gipfelholz, das müssen wir irgendwie einschieren, aus einem Problem, ist dann entstanden ein Hacker, und aus dem Hacker haben sie dann Leute hingehängt und haben eine Heizung gemacht. Und jetzt ist Hackschnitzelheizung gang und gäbe. Ist unglaublich. Denkst du mir jetzt mal wieder, und der Hacker, der Eschelböck, das ist ja so, ich sag mal, so ein gängiger Hacker. Jetzt wenn man den Albach anschaut, das ist ja eine Spezialmaschine, also das ist ja wieder eine Weiterentwicklung irgendwie, dass man nur mehr und nur schneller hacken kann. Also ich weiß nicht, wo das noch hingeht, das ist, also im positiven Sinn, ich finde es super stark, dass die Leute da oftmals Gedanken machen, wenn man da was erfinden kann. Und viele haben gefragt, ich habe es auch nicht geglaubt, dass das viele nicht wissen, was mit denen Hackschnitzel gemacht werden. Ich habe es eigentlich schon gesagt, die werden eingeschiert. Also die werden eingeschiert. Oder haben wir Hackschnitzelheizung, die wir halt warm Wasser, Heizung Haus, im Haus drinnen, oder erzeugen halt Strom. Und das ist ein ganz normales Heizgut, ja, Hackgut, Heizgut. Also da kostet einschieren, wird warm, Holz, klar. Und schaut so aus. Ich glaube, man hat es schon gesehen am Video. Es sind halt so Woodchips auf Englisch und Hackschnitzel auf Deutsch. Ja, so schaut er aus. Durchgehäckselt. Und die kann man verfeiern. Oder manche, die es auch halt auf dem Weg oder was weiß ich. Also Feuerwehrfest, da haben sie meistens solche, die man sieht, noch für den Untergrund, dass es nicht dreckig ist und so weiter. Aber das ist noch eine ganz klare Sache, ist zum Eischen. Zum Eischen. Ja, das war jetzt relativ. Alles Gipfelholz und auch Stammware. Ich habe mir da mal ein Brettchen mitgenommen. Also da kommen auch so lange und große raus. Also das, ich weiß nicht, ob man sieht, ja. Auch ganz schöne lange Dinge, gell? Ist gar nicht einmal so gut. Da haben jetzt wieder feinere da. Ja. Wenn man sich so schaut. Ja, feinere. Top-Material. Top. Da haben jetzt wieder feinere da. Aber solche. Natürlich auch manchmal drin. Für so eine Hackschnitzelheizung nicht unbedingt so gut. Weil die haben so eine Schnecke drin, die war praktisch die Hackschnitzel im Brenner reinzieht. Das soll halt verbrennen. Und solche großen, die denen sie ganz schön dann verkeilen. Also da gibt es oft Probleme. Also umso kleiner, umso besser. Ist eigentlich auch falsch. Also so ein Mittelmaß von groß und klar ist ideal. Nicht zu groß, nicht zu klar. Das ist eigentlich die beste Größe für solche Hackschnitzel. Ja, wir selber haben keine Hackschnitzelheizung. Ich habe es euch auch schon mal gezeigt. Wir haben eine Scheidholzheizung. Habe ich einen Meterbriegelschirmer rein. Top, bin alleweil noch super zufrieden. Ja, und die gingen dann halt zur Wärme, was einschieben kann. So, ich nehme jetzt mal das Brettchen mit. Mich würde jetzt interessieren, was da Holzfeuchte noch drinnen ist. Ich glaube, das interessiert auch euch. Sag mal, wenn das Zeug da dort liegt, das ist jetzt durchgegangen. Mein Gott, 3 Monate, maximal, über den Winter, also das heißt Dezember, Januar, Februar, März, sagen wir mal so in die Richtung, ungefähr, ist das durchgegangen. Und jetzt schauen wir mal, was wir da noch Holzfeuchte drinnen haben. Da ist ein Messer, da schauen wir jetzt schnell mal, was wir da noch Holzfeuchte haben. Mich würde es einfach interessieren, wenn das da dort liegt, wie weit das von sich aus schon runtertrickert, weil das, was jetzt da weggefahren ist, das wird nochmal trickert. Ja, also ich hole mal mein Gerät und dann schauen wir, was da noch Holzfeuchte drin ist. Jawohl. So, neue mein Gerät schon da.
schaut er so aus. Also ganz primitiv. Ja. Wer es interessiert, ich verlinke euch in der Videobeschreibung einmal so ein Gerät. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, was ich da habe. Und ich verlinke euch einmal eins, weil das ist ganz gut, wenn man da eins hat, dann kann man mal die Restfeuchte beim Holz messen. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Also, wie funktioniert das Ganze? Ja, Kappen runter, haben Batterien drin, haben so Spitzen drauf, so Stacheln, ja, Nadeln. Dann sticht man da rein, also ziemlich tief rein, bis das ganz drin sind. Ja, einschalten natürlich. So. Und dann sieht man, an der Anzeige steht 31% drauf. Ja. 31% Restfeuchte. Jetzt habe ich da erinnert, das ist erinnert in Holz. Also das heißt Richtung Kern. Jetzt wenn ich nochmal so, ja, außen vom Splint her, vom Bast her, also von außen her gemessen, weil das, wenn man sich das anschaut, von den Jahresringen, da bin ich jetzt, wo ich eingestochen habe, außen beim Splint, beim Bast, einerwärts, steht 23 drauf. Ja, also das heißt, wie gesagt, nochmal zurück, einstechen. Jetzt bin ich auf der Seite erinnert, jetzt, wenn man sich die Jahresringe anschaut, jetzt bin ich Richtung Kern, ja, Richtung Kern sind es 30%. Ja, 30% beim Kern, also richtig drin im Holz und außen, also Außenschale ist ja der Bast und der Splint, der hat 23%, haben wir gehabt, oder? Ja, 25%. Also das heißt, machen wir nochmal da eine Messung, auf der anderen Seite gegenüberliegend, ja, 22%, genau, außen, Bast und Splint. Also Bast und Splint haben trickener und in Richtung Kernholz innen ist nässer, 30% und außen ist 25%. Also von außen her ist eigentlich logisch, ist eigentlich plausibel, weil im Prinzip von außen her das Holz trickert ist. Das ist jetzt eine Stammware gewesen, die da hinten gelegen ist, das von außen her eintrickert und im Kern drinnen ist da noch nicht so druck, ist ja klar. Jetzt, wenn man das so liegen lässt, dann kann das praktisch wieder weiter trickern. So, das wird jetzt bei den Hackschnitzeln gemacht, die werden jetzt so obertrickert noch, weil 30% oder 25% faktisch zu los ist. Was sagt man jetzt da? Ja, 10-15%, sagen sie alle, weil ist das Beste zum Mäschieren. Wenn es trickener ist, ist eigentlich schlecht, weil dann hat es nicht mehr so einen guten Brennwert, dann bläst es bloß durch, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn es nässe ist, ist auch nichts. Dann ist so viel Rauchentwicklung, dann ist so viel dann raust es so, dann entwickelt sich ein Teer und der legt sich dann meistens im Brennraum an, ist auch schlecht. Also so 10-15% sagen sie, ist eigentlich am besten. Das heißt, die Hackschnitzel müssen auf alle Fälle noch obertrickert werden. Mei, so 5%, 10% obertrickert werden. Es werden so eine Trocknungsanlage gemacht. Natürlich kostet ja auch schön, ne? mit 30% sofort. Du musst das nicht unbedingt trickern. Manche machen das auch. Die fahren sie irgendwo in eine Halle rein und lassen sie ein bisschen nachtricken. Aber gut, funktioniert genauso. Ja, genau. Das war es wieder ein bisschen zu den Hackschnitzel. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen was mitgeben können, ein bisschen unterhalten können. Und wenn es euch taugt hat, wie alle, weil bewertet die Videos positiv. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, damit mich sakrisch freuen. Und Glocke aktivieren, sonst gibt es nicht, sagt der eine oder andere. Gell? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, habt ihr Servus.